Unser Ziel ist diese Saison, so viel wie möglich Klassenerhalt zu schaffen. Und das ist, soll unser Hauptziel sein. Alles andere kommt von alleine. Für die Lilien geht es auch in dieser Saison darum, den Abstieg aus der dritten Liga zu vermeiden. Wobei Trainer Dirk Schuster hofft, den Klassenerhalt frühzeitig klar zu machen. Wir hoffen natürlich, oder wir wünschen uns, dass die Fronten schon vorher zu unseren Gunsten klar geklärt sind. In der letzten Saison waren die Darmstädter schon abgestiegen, durften allerdings wegen des Lizenzentzuges für Kickers Offenbach in der dritten Liga bleiben. Ja, das ist natürlich blöd für die Kickers, wie gelaufen ist. Und das ist auch schade, wenn so ein Traditionsverein jetzt nicht mehr dabei ist. Aber halt, wie Darmstadt all die Jahre gemacht haben, mit seriöser Arbeit gemacht, geleistet hat, auch finanziell, was finanziell angeht. Und hat sich jetzt so ausgezahlt. Und ja, wie gesagt, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil es ist schwierig, weil ich kenne alle Details nicht, wie es verlaufen ist. Und es ist nur schade, dass sie nicht dabei sind und dass wir profitiert haben. Natürlich, ich freue mich natürlich auf uns. Am 4. August starten die Lilien mit dem Pokalknaller gegen Borussia Mönchengladbach in die Saison. Die Darmstädter haben bereits einige Neuzugänge verpflichtet. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt unseren Kader so zusammen, wie wir auch in die Runde starten wollen. Wobei wir speziell bei der U23-Regelung mit ein, zwei jungen Spielern noch nachbessern wollen. Natürlich haben wir mit vielen Spielern gesprochen und haben auch die eine oder andere Absage bekommen. Haben auch dem einen oder anderen Spieler selber absagen müssen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns speziell im Offensivbereich sehr gut verstärkt haben, dass wir da individuelle Qualität dazu bekommen haben. Und ich hoffe natürlich, dass wir das auch in der Saison so umsetzen können, dass wir bedeutend torgefährlicher werden, mehr Chancen uns herausspielen und dann natürlich auch mehr Tore erzielen werden. Beim Fototermin zur Vorstellung der Mannschaft hat uns Dirk Schuster auch seine Spielphilosophie für die kommende Saison beschrieben. Jedes Spiel so ranzugehen, dass wir es gewinnen wollen, dass wir in jedem Spiel unbedingt besser sein wollen als der Gegner und dass wir so schnell wie möglich die Punkte zusammenkriegen, die uns zum Verbleib in der dritten Liga berechtigen. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch den Zuschauern noch gute Spiele zeigen, die gepaart sind mit viel Disziplin, aber auch mit viel Aggressivität und mit etwas Offensivfußball.